Klein, gemütlich und genau richtig, um den Alltagsstress hinter sich zu lassen. Am Samstag gab es für die Dorfgemeinde in Großdöbbern einen eigenen Weihnachtsmarkt. Der wurde natürlich, wie sollte es anders sein, vom Weihnachtsmann eröffnet. Ho, ho, ho. Fröhliche Weihnachten! Er hatte auch schon kleine Geschenke mitgebracht, damit den Kindern das Warten auf Heiligabend nicht ganz so schwer fällt. Die Mitbringsel gab es aber nicht ganz umsonst, denn die Sprösslinge mussten dem Weihnachtsmann traditionell ein Lied oder ein Gedicht vortragen. Für die ganz Kleinen, die sich noch nicht so ganz rangetraut haben an den Mann mit weißem Bart, gab es auch Hilfe von Santa Claus, damit niemand mit leeren Händen nach Hause gehen musste. Wir sehen uns. Na, das Pöcklerdorf Großdöbbern ist natürlich auch weltweit bekannt. Und da wollte ich es mir nicht nehmen lassen, auch in der Vorweihnachtszeit hier einen Besuch abzustatten. Da ja auch viele liebe Kinder wohnen und die haben es verdient, auch schon vor dem Heiligen Abend ein paar kleine Geschenke zu bekommen. Aber nicht nur die Kleinen kamen auf ihre Kosten, für die Großen gab es Glühwein, selbstgemachten Honig, Stollen und viele verschiedene Stände mit allerlei Schönem zum Weihnachtsfest. Fürstin Lucy und Fürst Pückler boten dazu eine einzigartige Gesangsvorstellung. Denn was nur wenige wissen, Großdöbbern ist ein Fürst-Pückler-Dorf, das im Jahr 1698 käuflich von dem Reichsgraf von Pückler erworben wurde. Ja, das Fürst-Pückler-Dorf gehörte zur Standesherrschaft der Pücklers. Ein Vorfahr von Fürst, von dem bekannten Fürst Pückler, hat hier dieses Pfarrhaus errichtet, also ursprünglich Pfarrhaus. Und die Pücklers kamen dann später zu Geld, das Rittergeschlecht der Pücklers. Und dann hat sich die Standesherrschaft entsprechend vergrößert. Und daraus entstand dann eben die uns alle bekannte Standesherrschaft von Fürst Pückler, also das tolle Schloss, was wir hier in Branitz haben. Außerdem gab es eine Musiklehrerin, die mit den Kindern Weihnachtslieder gesungen hat. Auf so einem Weihnachtsmarkt wie hier in Großdöbbern hätte auch das Fürstenpaar in der heutigen Zeit gern gefeiert. Natürlich finden wir es besonders schön, solche Initiativen wie hier, dass eben auch im Kleinen gefeiert wird, im Kreise dieser Dorfgemeinschaften. Und jede Initiative ist natürlich da Gold wert. Ja, und das ist so schön, dass wir uns aus unserer Wasserpyramide sozusagen eingeladen wurden, hier diesen kleinen Weihnachtsmarkt in Großdöbbern, gleich an dem wunderschönen Pfarrhaus, was der Verein gerade neu saniert hat, mit dieser schönen Ausstellung von Ole Dubrau. Fürstin Lucy ist sichtlich begeistert von der Fotoausstellung. Bei dem Projekt erhält der Betrachter einen Einblick in die Vergangenheit des Jungen. Also ich habe ein ganzes Jahr von 2019 bis 2020 Tagebuch geschrieben. Und da hat meine Mutter jeden Tag ein Foto gemacht sozusagen davon. Und das haben wir dann alles hier hinten auf die Pinnwände gebracht, so dass man nochmal sehen kann im Rückblick, also was eigentlich in diesem Jahr los war. Es gab viel zu sehen auf dem kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt. Die Veranstaltung wurde von der Dorfgemeinde organisiert und konnte vor allem durch die ehrenamtlich helfenden Hände in dieser Form stattfinden. Es hat für uns eine große Bedeutung, weil das einfach das ganze Dorf zusammenholt und weil wir dann auch ganz viele kleine Stände haben. Der Weihnachtsmann ist zu Besuch, das ist bei den Kindern dann was ganz Wichtiges. Wir haben auch einen Weihnachtsbaum und das ist irgendwie was ganz Tolles einfach. Die Bewohnerinnen und Bewohner von Großdöbbern sind selbstverständlich begeistert von ihrem Weihnachtsmarkt. Ja, wir sind ja eigentlich auch Zugezogene und es ist unheimlich schön, dass der Dorfclub so viel macht hier. Und vor allen Dingen, ja, jedes Jahr wird es größer und schöner und heute mit Pückler, das war besonders schön. Und die Ausstellung und was hier überhaupt am Pfarrhaus geworden ist, das ist wirklich sehr schön und man lebt gerne in diesem Dorf. Eigentlich schön, da haben sie schön gemacht. Ja. Alles okay. Es ist eine Freude, hier zu sein. Alles sehr dörflich, das ist alles gemütlich. Und handgemacht. Handgemacht. Das Angebot genau. Ist riesig, Puppenspiel, Weihnachtsmann. Ja, also Weihnachtsbaum schmücken, man Kreatives. Ist einfach toll. Und schon, dass es Großdöbbern ist. Das ist halt meine neue Heimat und hier bin ich gern. Also schon alleine deshalb ist es für mich besonders. Man gibt sich ja als Dorfgemeinschaft sehr, sehr viel Mühe, hier was auf die Beine zu stellen und das ist sehr beachtlich, würde ich denken. Das war aber noch nicht alles, denn am 18.12. gibt es noch eine weitere Veranstaltung in der neu sanierten Bibliothek.
Wir haben noch als Verein haben halt das alte Pfarrhaus, was wir auch schrittweise restaurieren. Und wir haben in der alten Schule haben wir noch eine kleine Bibliothek. Die bauen wir gerade um und da wird jetzt demnächst die erste offizielle Lesung stattfinden. Das ist dann unser Leseatelier und da gibt es dann eine Buchlesung zu Pückler. Da freuen wir uns auch sehr drauf und dann ist das so richtig so eine Eröffnung. Und da ist dann auch ein geschützter Raum. Jetzt machen wir ansonsten alles draußen und dann können sich die Leute einfach auch mal drinnen treffen. Kreativ basteln, zusammenarbeiten, Lesungen. Aber auch Bücher lesen. Das hört sich vielversprechend an. Also, wer Interesse hat, ist herzlich eingeladen am 18.12. in den Pöcklerweg 2, um sich ab 15 Uhr in der neuen Bibliothek die Geschichte von Fürst Pückler anzuhören.